Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video geht es mal wieder um den E-Scooter Ninebot Max G30D, in unserem Falle der D2. Hier geht es mal wieder um den Reifen. Ich habe ja schon ein Video gemacht, wie man den Reifen wechselt am Vorderrad. Das Video kommt bei euch sehr gut an. Und ich lese aber immer wieder in den Kommentaren, ob ich nicht mal ein Video machen könnte, wie man den hinteren Reifen wechselt. Hintergrund hier, der Ninebot Max G30D und der D2 haben den Antrieb auf der Hinterachse und dementsprechend schwerer und kniffliger ist der Reifenwechsel. Ich möchte wieder den Reifen wechseln, wie auch hier, ohne eine Macke an diese Felge zu machen. Und wie das funktioniert, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Bevor ich euch aber die beiden Möglichkeiten zeige, empfehle ich euch den YouTube-Kanal TV Solution, da steht es, TV Solution zu abonnieren. Einfach oben auf das Abonnierzeichen drücken, dann erscheint so eine kleine Glocke. Wenn ihr die betätigt, dann kriegt ihr eine Info jedes Mal, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ich werde euch auch unten in dieses Video eine Art Timeline, so ein Inhaltsverzeichnis setzen. Dann könnt ihr sehen, an welcher Passage ich was behandle. Motor ausbauen, Reifen abziehen, Reifen aufziehen, könnt ihr hinspringen, wie auch immer ihr wollt. Oder wenn ihr Passagen sucht, weil ihr nochmal was genau erklärt haben möchtet. Die Möglichkeiten, die wir jetzt haben an diesem Ninebot-Motor, das ist ein Gen 1 Motor, der ist im D2 verbaut, heißt zwar D2, aber ist trotzdem der Generation Gen 1 Motor, nicht durcheinander kommen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ihr bestellt euch bei Wish einen Zauberstab. Dann sieht es nämlich wie folgt aus. Hokus Pokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater. Boah, das ging ja mal richtig schnell. Der neue Reifen ist drauf, der alte Reifen ist runter. Wenn das mal immer so schnell gehen würde. Tja, und wenn das bei euch nicht funktioniert hat, bleibt nur Möglichkeit 2. Schaut euch dieses Video an. Okay, wir gehen raus, der Proband steht auf der Terrasse. Tja, und hier steht unser Problem. Das ist der Ninebot Max G30D2. Diesmal nicht meiner, nee, der ist von Püppi. Püppi hat das Problem, ihr seht es hier. Wenn ich mich auf den Scooter stelle, ist das Ding automatisch tiefer gelegt und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Hier an diesem Scooter ist der Reifendefekt. Hier zeige ich euch jetzt, wie wir diesen Reifen tauschen können. Allerdings ohne, dass die Felge so aussieht, als wenn da ein LKW dreimal drüber gefahren wäre. Wie ich das hier in manchen anderen Videos gesehen habe, da schlage ich nur die Hände über dem Kopf zusammen. Es kann auch anders gehen, ohne Macken in der Felge. Und wie das funktioniert, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Bevor wir starten, was brauchen wir eigentlich? Etwas groberes Werkzeug. Hier brauche ich wieder meinen Spaten. Wofür, zeige ich euch im Laufe des Videos. Dann brauchen wir eine Handluftpumpe. Hier einen Knarrenkasten, um gleich den Reifen von oder die Felge vom Scooter abzuschrauben. Sicherheitshalber eine Wasserpumpzange habe ich hier liegen. Was wir auch brauchen, diese Torx-Einsätze. Hier allerdings mit so einem Loch drin, mit so einem Sicherheits-Torx oder wie die Dinge heißen. Ich verlinke euch die Produkte sowieso mal unten in die Videobeschreibung. Ja, was brauchen wir überhaupt? Neue Reifen. Ja, logisch, ohne die brauchen wir gar nicht anzufangen. In dem Set der Reifen sind neue Aufkleber drin, seitliche Reflexaufkleber. Die werden gleich Geschichte sein, die da unten sind. Dann Ständerschutzkappen, wer auch immer die da mit reingeschmissen hat. Okay. Ausschuss. Reifenventil ist ein neues mit drin. Wenn wir uns die Arbeit machen, hier den Reifen zu tauschen, tauschen wir auf jeden Fall das Ventil mit aus. Macht nicht den Fehler, tauscht nur den Reifen aus, lasst das Ventil drin. Keine richtig gute Autowerkstatt wird nur mal den Reifen an einer Felge tauschen, ohne das Ventil zu wechseln. Was wir noch brauchen? Löffel. Wir müssen gleich den Reifen von der Felge heben und natürlich Kantenschutz, damit die Felge nicht versaut wird. Wichtig in diesem Video auch ein Spanngurt. Den Spanngurt müssen wir haben und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir. Jetzt müssen wir erstmal mit den Sicherheitsvorschriften anfangen. Wir müssen jetzt erst einmal den Motor vom Akku trennen. Dazu bocke ich den Scooter mal eben an. Tja, angebockt haben wir den Scooter, auf den Tisch gelegt, Lenker eingeklappt. Unten der Sport liegt auf meiner alten Fußmatte meines Autos. Ja, wir müssen jetzt erstmal hergehen und müssen hier den Akkudeckel abschrauben. Und hier ist auch schon das erste Problem. Hier seht ihr zum Beispiel, dort ist eine Schraube, da ist so ein kleiner Pin, der da in der Mitte rausguckt. Rückt ihr jetzt mit einem normalen Torx-Schraubendreher, mit so einem Bit an,
wo kein Loch in der Mitte ist. Seht ihr euer Problem? Ihr kriegt das Ding da gar nicht rein. Ihr würgt euch hier in Heißen und macht nur noch die Schraube kaputt. Ihr braucht auf jeden Fall einen Torx-Einsatz mit einem Loch in der Mitte. Hatte ich gerade schon erwähnt. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Produkte unten in die Videobeschreibung. Hier in diesem Falle den 15er T15 Torx-Einsatz. Und mit dem Dingen kommen wir hier wunderbar in diese Schraube hinein. Zack. Und jetzt können wir sie lösen. Ich schraube jetzt mal eben die Schrauben raus. Schrauben kommen natürlich in die Tasse. Ach, das brauche ich euch ja nicht zu zeigen, wie ich jetzt hier die Schrauben rausdrehe. Ich nehme die Dinger eben raus. Die Schrauben selber habe ich jetzt eben rausgeschraubt. Die sind alle ab. Jetzt können wir den Batteriefachdeckel hier abnehmen. Gehen wir mal eben kurz durch. Hier haben wir den Motor. Dieses hier ist der Leitungssatz. So, fokussiere, dusselige Kamera. So, das ist der Leitungssatz für den Motor. Hier haben wir jetzt drei Kabel. Das blaue, das gelbe und das braune. Das können wir hier anheben. Und dort sind so Kompaktstecker. Die kann man hier voneinander trennen. Und das machen wir an allen drei Kabeln natürlich extrem vorsichtig. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir uns von dem Kabelbinder hier einmal verabschieden, weil dieses Steuerungskabel geht jetzt auf den Controller. Und zwar in diesen Kompaktstecker hinein, diesen da unten. Und den können wir auch ganz vorsichtig abheben. Und das machen wir mal eben. Und tut euch jetzt einen Gefallen, nehmt die gleiche Reihenfolge. Erst die hauptstromführenden Kabel voneinander trennen. So, das heißt, den können wir hier einfach auseinanderziehen. Einmal, zweimal, dreimal. Hier würde ich jetzt kein Werkzeug, kein Schraubenzieher reinsetzen oder was auch immer. Nein, macht das nicht. Dann hatten wir gesagt, wir müssen uns von diesem Kabelbinder verabschieden. Das machen wir hier mal eben mit einem Seitenschneider. Hier vorsichtig, beschädigt kein Kabel oder sowas. So, Kabelbinder ist auch Geschichte. Und jetzt haben wir hier das stromführende Kabel. Und das zeige ich euch jetzt, wie wir das die Dinge hier eben abheben. Und zum Abklemmen von diesem Kabel hier an diesem Controller, die sind hier noch einmal gesichert. Wenn ihr die Kabel abtrennt, abnehmt, den Kompaktstecker da unten, seid euch sicher, in dem Moment ist die Garantie weg, weil die sind noch mal mit Sicherheit markiert, dass man das beim Hersteller erkennen kann, ob die Kabel ab waren. Hier ist jetzt so eine kleine Sicherung. Da, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Und da müssen wir einmal von dieser Seite gegendrücken, dass der Stecker quasi zusammengedrückt wird. Das macht ihr natürlich ganz vorsichtig. Und dann können wir diesen Stecker abziehen. Das heißt, hier ist die Sicherung. Hier müssen wir einmal die Sicherung des Gehäuses hier unten, das Ding müssen wir entsichern. Und dann können wir hier, könnt ihr es besser sehen, so seht ihr das, hier könnt ihr gegendrücken und dann könnt ihr das Gehäuse vorsichtig abziehen. Und dieses hier ist die Sicherungsfarbe, die ich gerade meinte. Wenn die jetzt irgendwo beschädigt ist, da zieht jeder Mechaniker beim Hersteller garantiös weg. Solltet ihr euch sicher sein. Tja, und mehr braucht ihr nicht beachten. Jetzt haben wir den gesamten Elektroantrieb getrennt. Stromführende Kabel, Steuerungsleitung. Und jetzt können wir hergehen, können hier diese Kabeldurchführung, diesen Wasserstopp, können wir hier herausziehen und beginnen jetzt mit der Demontage des Hinterradantriebsmotors. Um das Rad auszubauen, müssen wir jetzt erst einmal diese Schutzverkleidung demontieren. Und hier ist so eine kleine Luftblase, hier kann man es schon erahnen, genau dort sind die Befestigungsschrauben für diese Kappe. Wie kommen wir daran? Ich gehe wieder her mit einer kleinen Nadel unter diesen Aufkleber. Nicht mit dem Föhn erwärmen, seht ihr hier. Einige sagen, ja, macht das mit dem Föhn warm. Nein, dann habt ihr auf jeden Fall Klebereste sind weg. Und die Dinger sind ja eh Geschichte, wir haben ja neue Aufkleber. So, jetzt können wir den hier mal abziehen. Loch Nummer 1 ist da und Loch Nummer 2 ist da. Das müssen wir natürlich auf beiden Seiten machen und dann können wir diese Schrauben hier lösen. Ja, hier könnt ihr die Schrauben auch sehen, das sind ganz normale Imbusschrauben und die
können wir jetzt beide hier herausdrehen. Und hier seht ihr schon die Hinterradachse. Hier haben wir eine Mutter drauf und eine Sicherungsunterlegscheibe. Ich löse jetzt noch eben auf der anderen Seite die Aufkleber bzw. und die Abdeckung und dann schrauben wir das Ding hier mal raus. Und jetzt gehen wir her und lösen diese Schraube. Schlüsselweite 18. So. Schraube ist ab und jetzt nehmen wir auch sofort hier diese kleine Sicherungsscheibe heraus. So, ein bisschen Spannung ist drauf. Vorsichtig, dass ihr euch nicht die Finger quetscht. Und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und jetzt, nachdem wir beide Schrauben gelöst haben, können wir hergehen, nehmen den Antriebsmotor samt Reifen und Kabelsatz. Den müssen wir jetzt hier durch dieses Loch bekommen. Können den jetzt hier ganz einfach herausnehmen. Achtet nur darauf, wo der hier genau durchgeht, damit der auch hinterher wieder nach dem Reifenwechsel da durchkommt und ihr nicht da mit dem Kabel steht und wisst nicht mehr, wohin damit. Oder ihr guckt euch das Video einfach nochmal an, dann erkläre ich es euch nämlich gleich. So, ja, das ist jetzt der Reifen mit Motor. Ausgebaut haben wir ihn. Und bevor ich jetzt starte mit dem Abziehen des Reifens von der Folge, ich muss kurz einhaken. Wir Creator bekommen ja von YouTube eine Auflistung, wann welche Passage in unserem Video am meisten geklickt wird. Ich weiß ja, ich hatte am Anfang gesagt, unten ist ja so eine Timeline in dem Video. Viele werden rüberspringen und direkt an die Passage gehen, wo der Reifen endlich ausgebaut wird. Denen ist halt egal, wie man hier den Reifen ausbaut. Und für die Zuschauer, das sind wahrscheinlich so 9-Volt und Xiaomi-Fahrer, für die habe ich erstmal was vorbereitet. Tja, mal gucken, wie lange da die Klickzahl sind, wie lange die mir beim Essen zugucken. So, ich begrüße jetzt gleich erstmal die neuen Zuschauer. Tja, und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wird der Reifen hier abgezogen. Und wie einfach das funktioniert, das möchte ich euch hier jetzt einfach mal in diesem Video zeigen. Und ich begrüße im Übrigen die neuen Zuschauer, die über die Timeline jetzt an diese Stelle gerutscht sind. Hallo Xiaomi-Fahrer und die ganzen anderen Marken. Wie ihr, was auch für Marken draußen auf dem Markt sind. Ja, wir starten jetzt mit dem Ausbau des Reifens. Wie spät haben wir eigentlich? Warte mal. Ah, Mist. Mittagspause. Ach, herrlich. So eine Cola im Anschlag. Ah, tut das gut. Und dabei so eine richtig leckere Stadionwurst. Oh, halt. Köstlich. So, die Pause ist jetzt aber wirklich vorbei. Jetzt geht es los. Das Erste, was wir machen sollten oder müssen, macht ihr das auch. Nehmt euch die Muttern, schraubt die auf die Gewinde wieder drauf. Hintergrund hier, dass ihr euch nicht die Gewinde versaut und ja, Gewindesteigung, Gang, Gewindegang beschädigt wird. Natürlich nicht so weit, dass jetzt hier die Achse wieder rausguckt. Nein. Die Achse muss in der Mutter verbleiben. Nur so ist der Anfang des Gewindes geschützt. Das gleiche mache ich auch auf der zweiten Seite. So. Jetzt müssen wir hergehen. Ventil ist auf der anderen Seite. Dieses Ventil, Kappe abschrauben. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die letzte Restluft noch aus diesem Reifen bekommen. Der ist natürlich sehr schwer, weil das ist ein Reifen mit Notlaufeigenschaft. Den Unterschied erkläre ich euch gleich. Wenn der Reifen ausgebaut ist, dann könnt ihr das hier einfach besser sehen. Jetzt gehen wir her, ich nehme wieder meinen kleinen Imbus. Die letzte Luft muss da raus. In dem Video des Vorderrads hatte ich ja gesagt, wir können die Achse in so ein Holzbrett stecken, damit wir hier besser arbeiten können. Das geht bei diesem hier nicht. Hier ist es A, kommt das Kabel raus und B ist es hier alles ein bisschen dicker. Aber ihr seht ja schon, ich habe doch hier eine wunderbare Möglichkeit. Die Felge ist geschützt, die ist in dem Reifen tiefer eingelassen. Jetzt kann ich nämlich hergehen, setze die Felge einfach hier rein, so, und muss jetzt
den Reifen von der Felge runterdrücken. Das heißt, der muss erstmal einmal rundum abgepresst werden. Und das mache ich jetzt eben. Und dazu nutze ich einfach meinen Spaten. Also einmal festkrallen, das Ding, und vorsichtig mit der Felge, damit wir keine Macke reinziehen. So, immer ein bisschen weiter nach innen. So. So, einmal rum haben wir ihn. Und jetzt können wir den Reifen einmal drehen, dass wir den komplett hier von den Reifen von der Felge abgehoben bekommen. Ich zeige euch das mal eben von der anderen Seite, dann könnt ihr das hier auch besser sehen. Versuche ich mal ohne die Felge zu sichern mit dem Fuß. Ah doch, da geht es doch wunderbar. Das Ganze machen wir jetzt einmal rundum. Jetzt natürlich nur nicht das Kabel hier durchtrennen, ist klar. So. Und hier machen wir das auch nochmal. Da haben wir den Anfang. Und Felge ist jetzt hier befreit. Der Reifen selber ist komplett herunter. Das gleiche machen wir jetzt auch mit der anderen Seite. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr das Kabel nicht beschädigt. So, das gleiche hier auch. Und einmal runterdrücken, vorsichtig, nicht die Felge beschädigen. So, habt ihr schon gut gehört. So, das ist alles machbar. Dazu braucht man jetzt kein Bodybuilder zu sein. Ich bin garantiert keiner. Und schon haben wir den Reifen hier komplett von der Felge gehoben. Ja, das war ja schon mal einfach. Und damit wir jetzt besser arbeiten können, nehmt einen Schuhkarton, was auch immer. Ich habe hier die Stiftebox meiner Töchter, die aufmerksam Zuschauer werden gesehen haben. Ja, hier habe ich auch den Zauberstab her. Den habe ich nicht bei Wish bestellt. Macht einfach ein Loch in den Deckel, und zwar muss das Loch so groß sein, dass die Achse hier einfach hinein kann. Bevor wir jetzt aber den Reifen hier demontieren, das Ding hat eine Laufrichtung. Markiert ihr euch die Laufrichtung, wenn ihr Abonnenten meines Kanals sind nicht schusselig, aber die anderen vielleicht, die wissen nicht genau, wie rum muss der Reifen rauf. Auch andere YouTuber hätten das besser machen sollen, bevor sie ein Video veröffentlichen mit der Laufrichtung. Ich klippe mir hier einfach ein bisschen Desakrepp drauf, nehme einen Kuli, was haben wir denn hier? Oh, Türke Fischer, VW-Zentrum Krefeld. Ja, die nehmen wir mal eben als Werbeträger, kostenlos. Das ist die Laufrichtung. Denn wenn wir hinter den Reifen abhaben, brauchen wir nicht drauf aufpassen, wie rum wir den montieren müssen. Weil der neue Reifen selber, Aufbau erkläre ich jetzt gleich, wenn ich den abgezogen habe, dann gucken wir mal in die Reifen rein. Auch dieser Reifen hat eine Laufrichtung, Rotation in diese Richtung. So dreht der Reifen. Hier sieht man auch das Profil. Das hat alles seinen Sinn, damit das Regenwasser seitlich auch abgeführt werden kann. Wenn ihr fahrt, die Pfütze wird nach außen weggedrückt. Montiert ihr den Reifen falsch rum drauf, wird das Regenwasser schön nach innen transportiert und ihr habt dann erhöhte Aquaplaning-Gefahr. Aquaplaning heißt, ihr verliert den Bodenkontakt zur Straße oder zum Weg, weil der Wasserhaufen nach innen gedrückt wird. Hier entsteht so ein Wasserfilm drüber und das wollen wir nicht. Daher ist die Laufrichtung sehr, sehr wichtig. Jo, das haben wir jetzt gemacht und jetzt wird das Ding hier endlich abgebaut. Und um diesen Reifen abzubauen, müssen wir einen runden Reifen in einen ovalen Reifen verzaubern. Ich zeige euch das mal eben anhand des neuen Reifens. Den alten mal eben weg. Das ist ein neuer runder Reifen. Den müssen wir verzaubern, indem wir ein O daraus machen. Also ein Ei oder was auch immer. Hier seht ihr schon rund hier die Ecken. Die müssen wir zusammenpressen, damit wir hinterher den Reifen von der Felge heben. Und wie ich das mache, das zeige ich euch ganz einfach. Und zwar müssen wir es erreichen, dass dieser Reifen in die Felge eintaucht. Wir müssen ihn zusammenpressen auf beiden Seiten. Hier seht ihr es schon. Und dann muss der Reifen in das Felgenbett eintauchen. Ich habe eine Idee, wie ich euch das richtig anschaulich verdeutlichen kann. Und zwar müssen wir diesen Reifen jetzt so weit zusammendrücken, bis
dieser Reifenrand, diese Felgenwand, von dieser Felge so weit nach innen gepresst wird, dass er hier in diese Vertiefung rutscht. Das Ganze auf beiden Seiten, der Reifen selber sitzt so wie meine Finger. Den müssen wir so weit zusammenpressen, dass er in das Loch fallen kann. Und da muss er drin bleiben. Tja, das war doch mal, denke ich, recht anschaulich. Jetzt müssen wir, wie gesagt, hergehen, hier zusammenpressen, oben und unten. Und dann muss der Reifen in die Felge. Dazu nutze ich das Spannband. Ich gehe her und setze das Spannband um diesen Reifen einmal herum. So, einfach nur um diesen Reifen. Ich lege den jetzt auch bewusst nur über eine Achsmutter, nicht über die zweite. Warum, werdet ihr jetzt gleich sehen. So, und jetzt wird hier Druck aufgebaut auf diesem Spannband, bis es sich selber festklemmt. So, ein bisschen Grundspannung haben wir. Reifen zusammendrücken, einmal so, einmal so. Und jetzt, hupsala, da will er von der Achse weg. Das soll er aber nicht. Und jetzt gehe ich her, drücke diesen Reifen innen und außen zusammen, dass der in die Felge eintauchen kann. Gehe dann her, drehe den Reifen um und setze erst jetzt das Spannband über die zweite Mutter unserer Achse. So. Und jetzt ist die Sache auch schon ein bisschen leichter geworden. So, geht noch ein bisschen weiter rüber. So. So, fertig. Jetzt können wir oben zusammendrücken und unten zusammendrücken. Ich merke, es geht noch ein bisschen mehr. Er ist jetzt wieder leicht reingeploppt. Jetzt kann ich hier nachziehen mit unserem Spannband. Und ihr könnt es vielleicht erahnen, ich halte das mal eben in die Kamera. Hier entsteht ein kleines Ei. Hier der Schatten kommt hoch. Wir haben gleich hier die Hebelmöglichkeit. So, noch ein bisschen weiter. So, weiter. Gut, es geht immer noch weiter. Wunderbar, so. Und jetzt denke ich mir, reicht es, wir haben ein Ei gebaut, wir haben keinen runden Reifen mehr, wir haben einen eierigen Reifen. Und diesen Punkt, den greifen wir jetzt als erstes an. Und zwar gehen wir dafür her, ich mache das mal so, damit ihr das auch besser seht. Ja, die Kinder werden sich freuen über ihren Weihnachtskarton mit den Buntstiften. Jetzt gehen wir her, greifen unser Werkzeug. Zum einen die Löffel packen wir jetzt aus. Zum anderen den Kantenschutz. Einmal, einer ist runtergeflogen, zweimal, okay, der dritte liegt am Tisch. Die habe ich von dem anderen Video noch übergehalten, von den Vorderreifen. Die können wir einfach mit dem Cuttermesser, mit dem Teppichmesser durchtrennen. Das ist kein Hartplastik, das ist Weichplastik. Das geht wunderbar. Und bevor wir den Reifen jetzt hier abziehen, müssen wir hergehen und hier Spülmittel. Oder ja, Seifenlauge geht auch. Ich nutze hier eigentlich immer Spülmittel. Ja, ich stelle mal hier die Ja-Pulle zur Seite, braucht ja nicht jeder sehen, dass ich hier Ja-Waschmittel benutze. So, Tuch bereit. Jetzt kommen wir zu den Schutzkeilen, der Kantenschutz. Die kommen jetzt hier in die Felge hinein. Den ersten setze ich mal in die Ecke. Den zweiten rutsche ich jetzt in die andere Richtung. Und den dritten, damit fangen wir nämlich jetzt gleich an. Der kommt in die Mitte, das ist hier mal das Ding mit der Strippe, einfach nur so. Und jetzt gehen wir her und nehmen einen Löffel und heben die Felge einfach nur herunter. Jetzt kommt der nächste Löffel zum Einsatz, daher auch drei Löffel, gehen unter den nächsten Kunststoffkeil. So. Und ziehen auch hier den Reifen über die Felge. Und ihr könnt es euch auch schon denken, der dritte kommt jetzt auch zum Einsatz. Und dann können wir auch dieses Stück vom Reifen abhebeln. Und jetzt können wir die schon wieder herausziehen. Die brauchen wir nicht mehr.
weil wir haben das schon erreicht, was wir wollten. Wir wollten hier über diesen Felgenrand. So, jetzt wird hier nur noch der Spannband geöffnet. Und Mission schon fast erledigt. So, und jetzt können wir nämlich den letzten Löffel hier auch herausziehen. So, zack. Und das war es. So einfach, Kantenschutz hole ich gleich noch aus der Felge heraus. Jetzt haben wir das ganze Ding schon eierig, können gleich hergehen und ziehen die Oberseite gleich mit drüber hinweg. So, und das soll es hier gewesen sein mit dem Ausbau des Reifens. So sieht das aus. Schaut euch die Felge an. Nicht eine Macke auf der Felge. Und das war unser Ziel. Ich hatte ja noch gesagt, wir schauen uns die Reifen noch einmal genauer an. Das handelt sich hier um schlauchlose Reifen. Beide Reifen, der neue und der alte, sind schlauchlos. Das heißt, ihr braucht hier keine Wurst reinzulegen mit so einem Ventil, was auch immer. Der neue Reifen hat keine Notlaufeigenschaft. Der original Ninebot-Reifen hat eine sogenannte Notlaufeigenschaft. Was ist das überhaupt? Da, hier seht ihr diese glänzende Schicht in dem Reifen. Das ist eine Polymerbeschichtung. Wenn ihr euch von außen irgendwie Nagel einfahren solltet, dichtet diese Polymerbeschichtung auf der Innenseite des Reifens diese Loch, dieses Loch oder die Nagelschraube auf jeden Fall wieder ab. Fahrt ihr euch hier irgendwie einen Winkelhaken ein, eine Glasscherbe, einen riesen Riss, macht natürlich auch die Polymerbeschichtung hier nichts mehr. Der Reifen ist hinüber. Der neue Reifen, auch hier schlauchlos, aber der Unterschied, wo ist die Sonne? Da, es ist hier keine Polymerbeschichtung in diesem Reifen. Das heißt, das hier ist ein schlauchloser Reifen ohne Notlaufeigenschaft. Sollte man wissen, ich persönlich habe immer nur die Erfahrung gemacht, wenn ich mir den Reifen kaputt fahre, zack, ist das Ding irgendwo auf, da ist so ein Winkelhaken drin oder ein Schnitt und da macht die Notlaufeigenschaft auch gar nichts mehr aus. Dementsprechend montiere ich hier auch nur Reifen ohne Notlaufeigenschaft, die sind dann doch deutlich günstiger. Und wie einfach wir diesen Reifen montieren, das zeige ich euch jetzt. Das geht deutlich einfacher als das Abziehen. Und bevor wir den neuen Reifen montieren, richtig, der aufmerksame Zuschauer wird es gemerkt haben, wir tauschen natürlich vorher noch das Reifenventil. Das ist auch ganz einfach. Wir nehmen ein ganz normales Cuttermesser und können das Ventil hier einfach abschneiden. Zack. Okay, das hebe ich mal eben auf, bevor da noch irgendwelche Tiere was Falsches in den Hals kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann gehen wir nämlich her, können jetzt das Ventil hier einfach. Oh, jetzt renne ich schon wieder dem Ventil hinterher. Auch dieses Ventil haben wir gesichert. Dann nehmen wir das neue Ventil aus dem Tütchen, machen die Kappe ab. So. Tüte, du bleibst jetzt hier, du fliegst nicht weg. Ich habe keine Lust, schon wieder hinter dir herzulaufen. Etwas Spülmittel. Ein klein wenig reicht ja hier. So. Auf das Ventil. So. Und stecken es jetzt von innen in dieses Loch hinein. Ich mache mir jetzt eben die Finger sauber. Und die Firma Ninebot hat uns ja damals schon diese Ventilverlängerung, diese Hilfe mitgeliefert, um hier die Luft zu befüllen. Die nutzen wir jetzt doch hervorragend, drehen die einfach auf unser Reifenventil. So, und jetzt können wir nämlich mitsamt dieser Verlängerung einfach an dem Ventil ziehen und flump, da ist es drin, das neue Ventil. Tja, die Firma Ninebot liefert das Werkzeug zum Ventiltausch wie immer mit. Ja, das sieht gut aus und jetzt können wir den Reifen montieren. Und dann kommen wir jetzt mal zur Montage. Ich habe in der Zwischenzeit den Akku abgedeckt. Ich will ja hier keine Mikrowelle verursachen oder fabrizieren oder bauen. Nein, der Akku muss halbwegs geschützt sein. So, was haben wir jetzt hier zu beachten? Zum einen die Laufrichtung. Hier Laufrichtung in diese Richtung, da ist der Fall Rotation.
Hier haben wir uns ja einen Pfeil, da ist er, gebaut. Und der Reifen soll jetzt im Idealfall, in meinem Video wird er es auf jeden Fall machen. Bei den anderen YouTubern habe ich einige Beispiele gesehen, die haben den falsch rum montiert. Das heißt, hier beide Pfeile gehen in diese Richtung. Wenn ich den Reifen jetzt so aufziehen würde, seht ihr schon, brauche ich einen Seitenschneider, um das Kabel abzuziehen. Wir gehen jetzt einfach her und setzen den Reifen mit der einen Seite über die Felge und brauchen hier noch nicht mal mit Seifenlauge anzurücken oder sowas. Das hier ist groß genug, die Öffnung, sodass wir hier eigentlich keine Probleme haben, diesen Reifen dort hinein zu bekommen. Jetzt für die andere Seite wird die Sache wieder ein bisschen haariger, aber nur etwas. Weil wir müssen sehen, dass wir erstmal den, ruft ihn nebenan, gibt Gas, müssen erstmal sehen, dass wir den Weihnachtskarton richten und jetzt wieder Reifen zusammendrücken und in die Felge pressen, in diese Richtung. Wie schaffen wir es? Richtig, mit unserem Spannband. Auch hier wieder vorher. Jetzt den Rand richtig dick einseifen. Ich mache das Ganze hoch, die Luftbläschen hier. Ich mache das Ganze hier in der Sonne. Dementsprechend trocknet selbst hier die Seife oder das Spülmittel recht schnell ab. So ein bisschen beeilen, wenn ihr das im Keller oder in der Wohnung macht, habt ihr natürlich deutlich mehr Zeit. So, jetzt gehen wir her, montieren unser Spannband. Da ist es. Das lege ich nämlich jetzt einmal um diese Seite der Achse und ich lege es um die, na, der Weihnachtskarton der Kinder. Und lege es um die andere Seite der Achse. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir das Kabel nicht abreißen. So ist es schon mal in Ordnung. Und jetzt gehen wir her und müssen dieses, upsala, da fährt die Konstruktion um hier, und müssen dieses Spannband, weil das heißt ja Spannband und nicht Schlabberband, wir müssen das spannen. Und das machen wir jetzt. So, jetzt richten wir das hier mal so halbwegs aus. So, und ziehen das hier noch ein bisschen weiter rüber. So. Und können jetzt das Spannband sein lassen. So, ein bisschen mittig müssen wir noch. So, das sieht doch besser aus. So gefällt mir das. Jetzt gehen wir her, drücken den Reifen zusammen, sodass er hier wieder in die Felge eintauchen kann. Und jetzt gehen wir her und spannen unser Spannband. So, mit zwei Händen ist das nicht ganz so einfach. Manchmal denke ich, so eine dritte Hand wäre nicht verkehrt. So. So, das ist ein bisschen verknüttelt da unten, aber das stört mich jetzt weniger. So, bevor wir jetzt hier das Ding anziehen, schauen wir nochmal nach. Das Kabel ist frei. Hier wird jetzt der Reifen über die Felge gehoben. Und jetzt gebe ich Gas mit dem Spannband. So. Und so habe ich den Reifen jetzt hier fixiert, dass das Reifeninnere, die Reifenwulst, direkt in die Felge eingetaucht ist. Ich spanne hier noch mal etwas nach. So. So weit weg von der Felge, weil wir wollen ja immer noch keine Macke haben. Und jetzt müssen wir hergehen und diesen Bereich mit Spülmittel benetzen, dass hier gleich die Felge richtig schön über die, dass der Reifen, nicht die Felge, der Reifen über die Felge rutschen kann. Und dann haben wir es schon. So, jetzt müssen wir nämlich hergehen, nehmen unseren Kantenschutz, setzen den einfach mal ein. Und jetzt kommt wieder einer unserer Löffel zum Einsatz. Und hier können wir nämlich jetzt wunderbar den Reifen über die Felge reinziehen. So, das haben wir doch schon wunderbar geschafft. Und jetzt wird es halt immer heikler. Wir müssen die Hälfte müssen wir überwinden. Jetzt kann ich auch den Kantenschutz hier abziehen, weil ich in dem Inneren des Felgenbetts bin. Das Gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Kantenschutz brauche ich hier nicht. Ich bin auf der anderen Seite des Felgenbettes, auf der Innenseite. Und kann jetzt nach Erreichen der 50% Marke das Spannband lösen. So, dann klemmen wir da mal eben rein.
So, jetzt können wir das nämlich lösen, dass wir hier den Reifen entlastet bekommen. Wichtig halt nur, dass wir die 50% Hürde, die müssen wir erreicht haben. So, löst doch, du dummes Ding. So. So, jetzt löst er endlich. Und jetzt können wir das hier zur Seite legen. Haben hier jetzt die Möglichkeit, vorsichtig in die Felge zu gehen und den Reifen hier gleich über das Felgenbett zu ziehen. Ich mache mal eben den Spanngurt weg. So, Spannband ist weg. Und jetzt können wir hergehen, müssen hier, weil es schon wieder angetrocknet ist, etwas neue Seife drauf machen. Also nicht Seife, wir kommen immer auf Seife, ist für Spülmittel. So, so. Und jetzt müssen wir hergehen und nehmen den unteren Teil des Reifens und pressen ihn zusammen, dass er in die Felge rutschen kann. Und jetzt gehen wir her, nehmen unseren Kantenschutz. Jetzt nehme ich den hier mit der Strippe dran. Strippe hat den Hintergrund. Dann kann ich die hier auch bei Bedarf wieder herauskriegen, wenn sie mir jetzt gleich in die Felge rutschen sollte. Felgenschutz ist über die Felge. Jetzt gehen wir ganz einfach her, gehen unter den Reifen und können den jetzt einfach wunderbar in die Felge eintauchen. So, Kantenschutz ziehen wir wieder raus. So, das war die Montage des Reifens. Hier können wir jetzt gleich nochmal checken, ob wir richtig gut gearbeitet haben oder ob wir Mist gemacht haben. Laufrichtung ist diese Richtung, genau zu dem Pfeil. Das heißt, die Laufrichtung selber ist hier eingehalten worden. Und jetzt kommt nochmal ein Akt, da geht kein YouTuber drauf ein. Viele sagen, an dieser Stelle ist so ein Video beendet. Falsch. Ihr werdet hier keine Luft auf diesen Reifen bekommen. Die Luft wird euch immer wieder durch diese kleinen Schlitze entweichen. Und hier müssen wir, wie in meinem anderen Video auch, einen Trick aus der Automobilwerkstatt, aus der Kfz-Branche, den müssen wir uns hier zur Hilfe oder zunutze machen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, und um euch das zu zeigen, nutze ich jetzt hier die Ventilverlängerung. Die schraube ich hier mal eben drauf. So. Nutze jetzt hier die Standpumpe, Fußpumpe oder wie man immer das Ding nennt. So, einmal festklemmen. So, und wenn ich jetzt hier pumpe, pumpe ich bis morgen früh. Dann habe ich wahrscheinlich solche Arme, sehe aus wie Popeye, aber 0,0 bar in diesem Reifen. Deswegen, wir müssen jetzt hergehen und ich sagte gerade schon, Trick aus der Automobilbranche, aus der Kfz-Branche oder Reifenbranche, Spanngurt. Wir müssen hier ein Spanngurt umlegen, um diesen Reifen. Das heißt, den Reifen müssen wir jetzt richtig platt machen. Wenn wir nämlich die Außenflanke in den Reifen drücken, hat das den Vorteil, dass der Reifen in dem Felgenbett auseinander geht. Und genau das wollen wir erreichen. Ist der Reifen auseinander, dann presst er nämlich gegen die Felgenkanten der Reifen. Und wir kriegen die Geschichte. So, ein bisschen länger machen. Und wir kriegen die Geschichte auch aufgepumpt. So. So. Halbwegs vernünftig drumlegen das Ding. Im Idealfall natürlich mittig. Das gucken wir uns jetzt aber gleich nochmal an, ob das hier auch wirklich mittig ist. Ich ziehe mal nur so ein bisschen an, dass wir ein bisschen Druck drauf haben. So, und kann nämlich jetzt hier dieses Spannband einmal mittig ausrichten. So, ich bin mal gespannt, ob hier die ein oder andere Reifenwerkstatt für E-Scooter diesen Trick auch anwendet. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das wusstet, ob ihr das auch so macht, ob ihr eine Werkstatt seid. Würde mich mal brennend interessieren. So, jetzt haben wir den Spannband, haben wir jetzt halbwegs mittig um den Reifen gelegt. Und jetzt Mut zur Lücke. Ihr müsst hier Gas geben. Noch mehr, noch mehr. Nicht aufhören, bis der Reifen hier richtig platt ist. Hier seht ihr das. Der wird so langsam aber sicher platt. Und wenn ihr der Meinung seid, es reicht, nee, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und jetzt könnte das was werden. Jetzt teste ich die ganze Geschichte mal an. Hupsala.
teste die ganze Geschichte mal an, ob das schon ausreicht. Ich werde es nämlich gleich sehen, wenn ich hier Druck auf diesen Reifen bekomme. So, Fußpümpchen nehmen wir. Da zischt er nämlich immer noch hier an dieser Stelle außen vorbei. Das heißt, weiter geht's. Noch mehr drauf. Nächster Versuch. Er zischt immer noch vorbei. Weiter geht's. Und noch immer zischt er. Wie der Kölner sagen würde, Vegajon. So. Viel kann es nicht mehr sein. Nur höchstens in diesem Bereich hier noch. Nächster und letzter Versuch. So. Und jetzt hat es geklappt. Und jetzt können wir hier das Spanngurt schon das Spanngürtchen lösen. So. Und jetzt kommt die nächste Herausforderung. Da haben die Auszubildenden in der Autowerkstatt richtig Angst vor. Hier. So, seht ihr es besser? Ja, schaut mal zur Seite. Die Felge springt, beziehungsweise der Reifen springt gleich aus dieser Felge heraus. Und dazu brauchen wir Druck. Wir brauchen richtig Druck. So, etwas Seife ist drin. Und dann pumpen wir ihn jetzt mal auf. Ich denke, wir müssen mindestens auf die 7 Bar kommen. So. So. Ups. Wir mussten jetzt aufpumpen auf 7 Bar, damit hier die Nut oder der Reifen in das Felgenbett eingetaucht ist. Nicht erschrecken. Hier ist kein Stopp drin. Ja, das war eigentlich das Aufpumpen. Nur das Ding hier abdrehen und normal Luft aufpumpen. Ja, und bevor wir jetzt den Reifen hier einsetzen, vergesst nicht, durch diese kleine Öffnung muss der Leitungssatz für den Controller und die drei Stromanschlüsse des Motors, die müssen hier durch, so, oben angekommen sind sie, da sind sie, 2 sind da, 3 ist da. Und einer will noch nicht so ganz rausgucken. Ist ein bisschen schüchtern, der Blaue. Da ist er. So, der Blaue ist auch da. Dann hier die Muffe durch, diese Kabeltülle. Und jetzt können wir den Motor einsetzen. So. Das sieht gut aus. Kabeldurchführung, beziehungsweise hier dieser Kabelkanal muss zum Abdichten wieder in diese Kante hinein. Bevor wir jetzt hier natürlich die Muttern festziehen, was macht ihr? Die Schrauben bzw. diese Unterlegscheiben vorher drunter setzen. Das mache natürlich auch ich. Unterlegscheiben drunter. Rasthaken nicht vergessen, an die richtige Position zu setzen. So. Und jetzt können wir den Motor wieder verschrauben, beziehungsweise das ist eigentlich ein Komplettrad inklusive Motor. So, richtig festziehen mache ich erst gleich. Tja, und zur Montage der Kabel gibt es zu sagen, eigentlich selbsterklärend, erst wird das Kabel vom Controller wieder auf den Controller montiert und erst dann werden die Stromanschlüsse des Motors wieder
mit dem Scooter verbunden. Tja, und den restlichen Zusammenbau, den mache ich jetzt gleich noch eben, sprich Deckel drauf, Verblendungen wieder über die Achsschrauben. Da brauche ich jetzt kein Video von zu machen, ihr wisst ja, wie es geht. Tja, das war unser Video, wie wir den Reifen hinten an dem Ninebot Max G30D oder auch D2 tauschen können. Ich hoffe, ich war nicht zu ausschweifend in diesem Video. Aber ich wollte, hatte ich am Anfang schon gesagt, wirklich jedem von euch Schritt für Schritt eine komplette Anleitung geben, dass, wenn ich das schaffe, ihr es auf jeden Fall schafft. Wichtig hier nur, versucht es nicht ohne Spanngurt. Ohne Spanngurt bringt euch das nichts. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen. Vielleicht der einen oder anderen Reifenwerkstatt auch nochmal einen Tipp geben. Würde mich freuen. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Und alle anderen dürfen dieses Video natürlich auch gerne kommentieren. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten, falls Fragen reinkommen sollten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, spätestens wenn ich euch die Angst nehmen konnte, dass ihr euch an diesen Reifen herantraut. Das ist kein Hexenwerk. Ihr habt es gesehen, es geht, es ist nur gewusst. Wie? Und das ist das Problem. Das haben nicht alle anderen YouTuber vor mir gehabt, dieses Wissen. Ja, das war unser Video. Ich danke fürs Zuschauen. Kanal abonnieren, hatte ich schon erwähnt. Ich danke fürs Zuschauen noch einmal. Und jetzt aber, wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.